Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es um das Thema gehen, Mythen in der Ernährung bei der Stillzeit. Und ich glaube, alle, die stillen, kennen das oder haben das schon mal gehört. Ich sollte das nicht essen, ich sollte dieses nicht essen, vielleicht sollte ich hierauf lieber verzichten. Wenn du das jetzt isst, kriegt dein Baby Bauchschmerzen und so weiter. Und ich kriege super viele Fragen überall, auf allen Kanälen von euch dazu. Und ich würde sagen, wir räumen jetzt mal ein bisschen mit diesem Thema auf und fangen mal mit dem ersten an. Und zwar das Thema Bauchweh. Darf ich blähende Lebensmittel essen? Wie ist das mit Knoblauch, Kohl und so weiter? Und erstmal wird gesagt, prinzipiell könnt ihr alles essen, wonach euch ist. Also probiert das aus, esst das und in der Regel wird es oftmals sehr gut vertragen und macht überhaupt gar keine Schwierigkeiten. Wenn euch jetzt aber wirklich auffallen sollte, jedes Mal, wenn ihr irgendwie Döner mit Tzatziki gegessen habt, hat euer Baby 2 Stunden lang Bauchweh, quält sich, ist irgendwie unruhiger als sonst, klar, kann man dann mal gucken, ob man das weglässt. Einfach mal austesten und schauen, ob eine Besserung kommt oder nicht. Und wenn ihr feststellt, nee, es ist eigentlich genauso weiterhin wie immer, dann könnt ihr das auch ganz normal weiter essen. Und wenn ihr doch feststellen solltet, ja, irgendwie ist es doch mein Gefühl, dass es so ist, natürlich könnt ihr dann eine Zeit lang darauf verzichten, aber ihr müsst nicht dauerhaft darauf verzichten. Und prinzipiell erstmal, ihr könnt essen, wonach euch ist. Dann die nächste Frage, wie ist das denn mit rohem Fleisch, wie ist das mit Sushi, mit Fisch und so weiter? Darauf musste ja in der Schwangerschaft sehr arg geachtet werden, dass das wirklich alles durchgekocht, durchgegart ist. Wie ist das denn jetzt in der Stillzeit? Also ihr dürft wieder Mettbrötchen essen, Sushi und so weiter. Viele bestellen sich das ja auch direkt in den Kreissaal, worauf sie so lange verzichtet haben. Das ist völlig in Ordnung, aber passt bitte darauf auf, natürlich, dass ihr die Hygiene wahrt und dass ihr wirklich nur Dinge verzehrt, wo ihr euch sicher seid, okay, da hole ich mir jetzt vielleicht keine Salmonellen, Toxoplasmose, Listerien und so weiter. Einfach, damit ihr nicht geschwächt seid, weil prinzipiell ist das nicht muttermilchgängig, sind diese Erreger nicht muttermilchgängig. Aber wenn ihr euch natürlich mit Salmonellen oder Ähnlichem anstecken solltet, hängt ihr natürlich total in den Seilen, euch geht es ultra schlecht. Und das ist dann einfach schwierig in der Stillzeit. Also da auf die ganz normalen Hygienebedingungen achten, aber prinzipiell könnt ihr wieder solche Sachen verzehren. Mein Name ist übrigens Laura Roman-Höhn. Ich bin Hebamme seit über 10 Jahren und auf meinen Kanälen geht es rund um das Thema Schwangerschaft, Geburt und die ersten Babyjahre. Und hier erfahrt ihr noch viel mehr über unsere Kurse. Und zwar Geburtsvorbereitungskurs, Fit in der Schwangerschaftskurs, Rückbildungskurs und Stillkurs. Was ich aber auch nochmal sagen möchte, prinzipiell Nikotin, Alkohol, Drogen, andere psychoaktive Substanzen und so weiter, sollte man natürlich unbedingt meiden in der Stillzeit. Ganz, ganz wichtig. Auch wenn man nicht stillt, ist es gut, das zu meiden. Also das auf jeden Fall bitte nicht. Und wie ist das mit Medikamenten? Also, wenn ihr Medikamente einnehmen müsst, solltet ihr das auf jeden Fall mit eurem Arzt, eurer Ärztin rücksprechen. Ganz, ganz wichtig, weil das muss man sich immer bewusst machen. Alles, was man zu sich nimmt, kann natürlich auch zum gewissen Teil in die Muttermilch übergehen und damit zu eurem Baby. Und es gibt ganz viele Medikamente, die auch stillfreundlich sind. Aber auch da immer noch mal bitte darauf hinweisen, wenn ihr beim Arzt seid und ihr seid krank, ihr bekommt zum Beispiel ein Antibiotikum etc., immer noch mal darauf hinweisen, aber hey, ich stille, das bitte unbedingt bedenken. Und ihr könnt auch immer noch mal, wenn ihr wollt, bei www.embryotox.de das Ganze gegenchecken. Das ist eine Seite für Arzneimittelsicherheit in der Schwangerschaft und Stillzeit von der Charité aus Berlin. Und dort könnt ihr auch die Medikamente eingeben und mal gucken, hey, wie sieht denn das dazu aus? Was gibt es denn da vielleicht auch für Neuerungen zu meinem Medikament? Auch das immer bedenken. Es kann ja immer auch mal sein, dass Medikamente, Rezepturen etc., Inhaltsstoffe geändert werden. Das ersetzt aber natürlich keine medizinische Beratung. Ganz, ganz wichtig. Und ist der Kalorienbedarf wirklich erhöht in der Stillzeit? Oh ja, ist er. Man sagt immer so im Schnitt 500 bis 600 Kilokalorien am Tag. Natürlich ist auch das sehr individuell. Aber so Pi mal Daumen kann man sich daran festhalten. Und ich finde, das merkt man auch, oder? Dass man schon zwischendurch einfach auch mal mehr Hunger hat. Oder ich hatte auch immer mal so kleine Heißhungerattacken. Oder dass ich einfach nachts aufgewacht bin und dann gestillt habe und dachte, oh Gott, ich muss jetzt was essen. Deswegen hatte ich auch mal so ein kleines Tablett mit irgendwelchen Snacks, Nüsse, irgendwelche Cracker, Proteinriegel. Habe ich mir da alles hingestellt, überall, wo ich so tagsüber gestillt habe, dass ich immer mal zwischendurch was essen konnte. Weil irgendwie kam auch immer der Hunger beim Stillen. Und wie ist es mit dem Trinken? Muss ich jetzt wirklich übermäßig viel trinken? Nein, über den Tag verteilt ausreichend trinken. Viele trinken ja so zwischen 2, 2,5, 3 Liter am Tag. Das ist völlig in Ordnung. Gerne vorzugsweise Wasser oder halt ungezuckerte Getränke. Und ich muss sagen, jetzt geholfen mir immer überall eine Flasche hinzustellen. Ich hatte eine mit Strohhalm, die habe ich dann auch einfach immer mit ins Bett genommen. Dann konnte ich auch im Liegen trinken. Und das hat mir in diesen Momenten immer geholfen, weil ich gesehen habe, oh guck mal, noch gar nicht so viel heute getrunken. Und wie gesagt, beim Stillen kommt ja dann häufig auch der Durst durch.
Und wie ist das denn mit geschmacksintensiven Lebensmitteln wie Spargel oder irgendwelche, ja, intensiven Gewürze oder so? Darf ich die in der Stillzeit essen oder sollte ich die lieber meiden? Nein, darfst du essen? Lange war man der Annahme, dadurch, dass die Muttermilch ja dann ein bisschen im Geschmack verändert sein könnte, dass die Kinder vielleicht dadurch irritiert sind, nicht an die Brust gehen oder vielleicht die Milch nicht so gerne trinken. Aber mittlerweile weiß man, dass es sogar positive Effekte auf die Geschmacksentwicklung unserer Kinder hat. Es fördert nämlich den Geschmackssinn unserer Kinder so, dass sie auch eher Lust haben, im späteren Leben mit vielen verschiedenen Lebensmitteln in Berührung zu kommen und sich eher darauf einlassen können. Also von daher, feel free, einfach austesten, ausprobieren und essen, worauf du Lust hast. Und was ist mit Thunfisch? Darf ich den essen? Ich habe gelesen, der könnte schadstoffbelastet sein. Ja, das stimmt, da gibt es einige Quellen zu. Auch das Bundesinstitut für Risikobewertung schreibt dazu, dass Schwangere und Stillende den Verzehr von Thunfisch einschränken sollten. Das heißt für mich, ein gelegentlicher Verzehr ist in Ordnung. Es geht dort vor allem um die Methylquecksilberbelastung, die häufig bei Thunfisch vorliegen kann. Deswegen ab und an Thunfisch ist in Ordnung, aber es sollte vielleicht nicht jeden Tag auf eurem Speiseplan stehen. Und wie ist das mit Koffein? Ist es ähnlich wie in der Schwangerschaft oder woran kann ich mich da orientieren? Ja, genau. Also es ist sehr ähnlich wie in der Schwangerschaft. Man sagt, 200 Milligramm Koffein pro Tag sollte nicht überschritten werden. Das empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, wie auch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, also die EFSA, die geben diese 200 Milligramm Grenze vor. Und wichtig ist einfach, den Gesamtkoffeingehalt am Tag im Blick zu behalten, denn nicht nur Kaffee hat ja Koffein. Manche Müsli-Riegel haben Koffein oder zum Beispiel Getränke gibt es mit Koffein, Schokolade. Also schaut da wirklich, wie viel Gesamtkoffein ihr am Tag zu euch nehmt und schaut, dass ihr diese 200 Milligramm am besten nicht überschreitet. Und dann habe ich noch gelesen, Jod. Jod sollen Frauen in der Stillzeit zusätzlich nehmen. Stimmt das oder stimmt das nicht? Also die offizielle Empfehlung der DGE ist dort 100 Mikrogramm pro Tag als Tablette zusätzlich zu ergänzen in der Stillzeit, weil der Bedarf in der Stillzeit deutlich höher ist als vor der Schwangerschaft. Man sagt 260 Mikrogramm am Tag ist der Jodbedarf in der Stillzeit und wir sollten 100 zusätzlich mit einer Jodtablette zuführen. Aber wie gesagt, informiert euch da auch nochmal, schaut euch nochmal die Quelle der DGE auch dazu an und fragt auf jeden Fall auch nochmal bei eurer Nachuntersuchung dazu nach. Schreibt mir alle eure Fragen und Mythen, die ihr noch habt zum Thema Ernährung in der Stillzeit, einfach in die Kommentare, dann kann ich nochmal einen zweiten Teil dazu drehen und schaut auch unbedingt in dieses Video herein, warum das Wochenbett so wichtig ist. Ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen und wir sehen uns schon ganz bald wieder. Bis dann, ihr Lieben!